So, willkommen zu einer neuen Runde Formel 1 2013 Coup, wieder mit Chris. Ja, immer noch. Ja, immer noch. Auf dem Nürburgring, übrigens. Ja. Eine Strecke, die ich nicht wirklich, also ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsstrecken. Auch wenn es jetzt. Guck mal, da bin ich! Nein, nein, nein! Oh. Was bist du für einer? Ich kann nicht mehr rüberlenken! Läuft. Okay, das war schon mal super. Wir spielen übrigens nicht auf einfach. Ja, entweder du fährst vor oder ich, wir sollten uns jetzt einigen. Ja, mir egal. Ja, dann fahr du vor, ich hab grad die Kurve versorgt. Okay. Nee, nee, so aber nicht, Rosberg, du nicht. Oh, ich hab den gedreht. Ich hab eine Strafe. Oh nein. Und gelbe Flaggen. Ja, der ist aus dem Rennen. Nee, jetzt ist er wieder drinnen. Ich konnte einfach nicht mehr lenken, als ich dann da gerade gesteuert habe. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die sich die Reifen verkeilt oder so. Ja, weißt du, ich hab dich ja gesehen, ne? Ich wollte lenken, aber es ging nicht. Ich muss auf jeden Fall in die Box, das heißt, also Durchfahrtsstrafe. Das heißt, du kannst erstmal. Ich kämpfe mich nach vorne. Gas geben. Na, ich bin noch hinter Bianchi. Oder Bianchi, oder wie auch immer. Was auch immer. Jetzt bin ich hinter dir. Ja, tut mir leid, das war so nicht geplant. Das glaube ich. Oh, erstmal, Alter, ich habe genauso viele überholt wie du, bis auf einen. Genau, kann man doch auch super überholen. Das stimmt. Muss halt die Schikane ein bisschen opfern, aber das passt. So, für innen durch oder läuft? Ich bin gerade in der Box. Ich wollte gerade sagen, einer fährt in die Box, das ist ja du. Ja, ich habe durchaus schon. Rosberg fährt nicht in die Box, das wundert mich, weil da sind Teile umhergeflogen. Und meine waren es nicht. Weißt du, jetzt kriege ich die Kurve besser hin. Diesmal konnte ich reinlenken. Super. Ja. Bin jetzt mit Abstand letzter, das wird schwer noch hier Punkte rauszuholen. So, erstmal Wörn nach draußen gedrängt. Läuft. Wen? Jean-Éric Wörn. Ach, Wörn. Oder Wörn. Was auch immer. Stimmt. Fährt er diese Saison überhaupt noch mit? Ich glaube nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. In den hinteren Plätzen kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus. Ja, nee, da ist doch jedes Jahr Wechsel drin, von daher. Eben. Ich bin übrigens 13. Ich bin hinter Sophia. Was ich weiß, ist, dass Weber nicht mehr fährt. Gut. Ja, gut. Dafür fährt ja der Schweizer Ricardo. Ja. Und Raikön fährt bei Ferrari. Nicht mehr bei Williams. Nee, nicht Williams. Ja, dafür ist Massa ja weg. Der ist jetzt bei Williams. Ja, stimmt. Sauber, irgendwie sowas. Ja, Sauber glaube ich. Ja, ich glaube, es ist Williams, oder? Ich weiß nicht. Danke, das wechselt jedes Jahr. Das ist schlimm. Ja. Dauert ein, zwei Rennen, ehe man sich da wieder reingefunden hat. Aber geht dann doch. Von jedes Jahr neue Regeln. Ja, das stimmt. Also mit diesen Motorregeln und so was, und man darf nur 7 Motoren verwenden und sonst kriegt man eine Strafe oder so, da check ich diese Saison auch nicht. Oder irgendwas mit Getriebe oder so, das darf man nicht so oft auswechseln. Die Regeln habe ich auch nicht so ganz durchgeblickt. Oh Gott. Oh. Gutierrez, weg da. Ich frage mich ja, ob die solche Regeln wie mit dem Motor und dem Getriebe auch in dem Spiel, in dem Videospiel umsetzen. Glaube ich nicht. Verwarnung, Kollision. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Wann kommt das eigentlich raus? Müsste diesen Monat noch sein, ne? Oh, davon habe ich. Kommen die nicht immer im September? Meinst du, sollen wir uns dann nochmal holen? Ich würde mir erstmal angucken, wie viel es kostet. Weil. Wenn das jetzt alles viel kostet, dann ist das ja irgendwie. Ja, so wie das hier, ja, 50 Euro, ne? Ja, genau. Und das war ja jetzt nicht so viel Unterschied zum Vorgänger. Den Vorgänger hatte ich aber nicht. Ich weiß es nicht, ne? Muss ich mal gucken. Ich guck mir aber dann ich finde, irgendwie es mal. Das ist einfach das gleiche wie beim FIFA. Am Spiel ändert sich nichts, nur halt die Spieler werden getauscht, weißt du? Ja.
Wobei sich dieses Jahr wieder einiges ändern könnte, ne? Ja, okay, das stimmt. Die dürften dann auch gar nicht mehr so schön klingen im Spiel, das wäre ja schade. Ja, stimmt schon. Ich bin übrigens nicht mehr Letzter. Ich habe jetzt wieder welche überholt. Sehr gut. Ich bin jetzt 20. So, ich bin 7. Hoffentlich keine Verwarnung, bitte nicht. Vor mir ist übrigens Rosberg, der hat auch schon wieder welche überholt. Dann könnt ihr euch ja zusammen nach vorne arbeiten. Eigentlich schon, aber der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langsam. Der ist nämlich hier, den könnte ich quasi genauso überholen. Ich meine, man merkt, dass er schneller ist als die anderen, aber... Erstmal absolut Bestzeit in Sektor 1, zurück. Nee, von sowas bin ich im Moment weit entfernt. Das glaube ich dir. Meine Reifen sind auch schon wieder ein bisschen orange. Sechster. Also ich hoffe, ich komme noch irgendwie an die Spitze, um die dann auch auszublenden. Ich bin jetzt erst an der Hahnhalle. Wo bist du? Bist du schon auf der langen Geraden? Noch nicht. Gleich. Jetzt. Okay. Ja, absolute Bestzeit in Sektor 2. Nice. Dann könnte das ja was werden, wenn du jetzt die Schikane jetzt gut nimmst. Bremsen zur Schikane. Oh mein Gott. War ein bisschen spät. Hört sich nicht so gut an. Nee, vor mir haben sich auch noch Massa und ich glaube Hamilton gekabbelt. Das war nicht so schön. Ich hab DRS. Und ich überhole jetzt, ja, glaube ich, Rosberg und Van der Garde. Nee, war doch nicht so der Feld. Die Schikane hat alles ruiniert. Was sind die Bestzeit im Moment, die absolute, die komplette? Ja, 1,35. Okay, und was hast du? Die eben gerade war 1,36,1. Meine schnellste ist 1,35,9. Ja. Meine schnellste ist 1,36,3 und das war auch die gerade. Ach, Button ist das vorne, der hat sich das Wasser geholt. Der habe da. Den Button fährt auch nicht mehr mit, ne? So, Button habe ich gerade überholt, jetzt bin ich hier da. Doch, Button fährt doch noch, oder nicht? Echt? Bei wem denn? Ja, beim anderen Mercedes-Team mit Perez. Okay. Oh mein Gott! Alter, Button ist voll hinten drauf gefahren. Weil es gibt doch Mercedes einmal AMG und einmal Petronas oder so. Nee, Petronas ist AMG. Ist ja, auf jeden Fall. Aber gibt's zwei. Es gibt dann noch irgendwie McLaren F1 oder sowas. Weil einmal ist ja Hamilton Rosberg. Und einmal ist dann noch Button und Perez, meine ich. Hast du irgendwas mit den gelben Flaggen da zu tun gehabt? Hey, das kann nicht sein, nein. Okay. Wenn es Button war, dann ja. Ja, hier waren nur gelbe Flaggen, ich habe selbst nichts gesehen. Ja, nee, Button hatte das irgendwie ganz viel Karma mehr als ich. Und der ist mit der Eiskern weit draufgefahren. Ah, okay. Vielleicht hat er ja jetzt kein Frontflügel mehr. So, ich bin Vierter, aber ich komme nicht weiter nach vorne. Die haben zu viel Abstand. 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 Oha, oha, ich hab dich, ja. Ich sagen dir, ich hab nicht so perfekt die Kurve genommen. Ja, okay. Und meine Reifen sind auch schon wieder sehr desolat, aber ich fahre jetzt in die Box. Ach, stimmt, noch. Danach werde ich wahrscheinlich wieder Letzter sein, es sei denn, es fällt hier noch wieder in die Box. Da wird bestimmt noch werden, das reinfahren. Ja, stimmt schon, kann gut sein. Hier, wenn du aus der Hahnhalle-Kurve raus bist, guck mal nach rechts auf die Tribüne, was da für eine Flagge hängt. Na, warte, ich bin gerade in der Hahnhalle. Links sind Frankreich-Flaggen, rechts Frankreich. Ja? Ich weiß es eben nicht. Das eine sah fast aus so grün-weiß-rot. Das ist Italien. Aber ich konnte es nicht genau so sagen, was es war. Kann man sagen, dass Frankreich ist? Ja, ist nicht kaputt. Ich hab nicht.
so lange hingeguckt, aber ich meine, es wäre Frankreich gewesen. Wir haben ja noch 9 Runden Zeit, um es rauszufinden. Ja, okay, das stimmt. Okay, wir fahren gerade voll viel in die Box. Oh mein Gott, meine Reifen sind voll im Arsch, Alter. Gut, dass ich diese Runde reinfahre. Oh! Erstmal ein fetter Macher verloren, super. So. Also erstmal Platz wieder machen. Ich bin 16. Nein! Ich bin als 16. in die Box gefahren und fahre also auch als 16. wieder raus. Durchfahrtsstrafe habe ich erhalten. Im Sektor 2 ist irgendwie einer abgeflogen hier. So ein gelber. Ja, deshalb habe ich die Durchfahrtsstrafe. Ich habe Wasser nach draußen gedrängt. Hast du Messer nach draußen gedrängt? Ja, diese Sprachfehler, ich sag's dir. Ja, habe ich auch oft. Eben mit, was habe ich gesagt? Keine Ahnung, irgendwie am Start von diesem Rennen, glaube ich, habe ich irgendwas gesagt. Erinnerung, Strafe. Ja, ich habe dir doch gerade erst erhalten. Ey. Alter, die Haarnadel, ne? Ich habe gerade einen, also da fuhren 2 hintereinander, ne? Da einen habe ich außen überholt, dann bin ich zwischen die beiden durch und habe den zweiten innen überholt. Ja, sehr gut. Ich glaube, in Real Life wäre das ziemlich geil gewesen. Auf jeden Fall. Oh, meine Reifen sind alle 4 rot. Gut, dass ich reinkomme. Ja, so sah das bei mir eben auch aus. Wechselt er jetzt die Reifen oder nicht? Oh fuck, der macht doch erst die Durchfahrtsstrafe. Was ist das denn? Nicht ernst. Ja, doch. Das ist natürlich scheiße. Ja, ich bin einfach durchgefahren. Super. Noch eine Runde mehr mit den scheiß Reifen. Das ist ein bisschen schade am Spiel, dass man das nicht irgendwie, weil in Real Life könntest du das ja mit der Boxencrew lernen, ne? Ja. Oh, hab ich gerade überholt? Nee, ne? Oh. Das war bestimmt ein Toro Rosso. Also ich bin 4. Alter, warum wechselst du denn nicht erst die Reifen? Willst du mich umbringen? Du bist noch immer 4. Nee, 5. jetzt. Jetzt Hülkenberg dran vorbei. Trotz der Durchfahrtsstrafe, dann warst du ja vorher irgendwie 1. oder so. Ja, 2. Kranker Scheiß. Obwohl wir jetzt einige Plätze, wir da irgendwie irgendwas gemacht haben, was ich bisher noch nicht verstanden habe. Aber ich bin mittlerweile fast wieder in Punkten. Ja, ich verliere einen Platz nacheinander mit den Scheißreifen. Hab grad wieder einen in der Hanna überholt, ziemlich asozial, aber. Aber läuft. Ich habe ihn nicht berührt, aber ich habe ihn nach außen ins Kiesbett gedrängt. Ah, Champions League geht los. Oh! Ja, das stimmt. Mein Handy hatte mich gerade vibriert, ich weiß auch warum. Hast du einen Ticker? Ja, das sieht ja. Also ich kann zwar schlecht drauf gucken, ne, aber ich habe einen. Ja, war ja Angriff. Wir haben ja gerade Viertel von 9. Oh, es vibriert nochmal, vielleicht schon das erste Tor. Oh, Gottchen! Alter! Oh, oh, komm, Box, komm! Guck mal schnell nach, wenn du in der Box bist. Ja. Ich hab dich gerade überholt. So, jetzt hier. Oh ne. Dann hat uns zweimal hintereinander vibriert, weil beide Spiele angegriffen waren. Ach, das hat 2 Ticker. Ja, nee, also das ist nee, war noch ein anderes Spiel. Wenn dann ein Tor passiert, ne? Ja, ja, das ist okay. Hab ich verstanden. Ja. Was hast du für ein Handy? Ein S3. Okay. So, ich bin übrigens 18 Teil. Welchen jetzt, Ticker, ne, benutzt du denn? Toralarm. Okay, kenn ich nicht. Ja, Schleichwerbung, ich weiß. Ah. Also ich persönlich benutze ja am liebsten die App One Football von Apple. Im App Store könnt ihr euch kostenlos downloaden. Link hier in der Beschreibung. Ja, genau. Ich bin übrigens sehr weit nach hinten gefallen, ich bin 18, ne? Ja. Ich bin 8. Und hab 2 vor mir, die ich jetzt vielleicht über. Scheiße!
Oh Gott! Okay, ich hab Frontflügel verloren und einen linken Vorderreifen. Oh. Ach. Alter, ich hab ja Lenkrad mit Force Feedback, wie das die ganze Zeit rumschlackert, ne? Das ist echt nicht krank. Das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht krank. Echt nicht krank, Alter. Ja, ich bin übrigens auch 20. Hab mal kurz einen Ausflug ins Kiesbett gemacht. Ich hab grad Vernier ins Kiesbett geschoben, hinter der Hanat. Der ist immer noch da. Und ich hab eine Durchfahrtsstrafe. Und ich fahr neben die Box. Ich bin daneben gefahren. Nein! Boah, hab ich schon gewonnen. Wenn er jetzt aber erst die Durchfahrtsstrafe macht, ne? Wenn er jetzt erst die Durchfahrtsstrafe macht, das ist echt nicht normal. Ne, der macht den Boxenstopp. Huhu, Kamikaze-Fahrer. Ich sag ja, wenn das Handy nicht bimmelt, dann ist es Steam. Und Leute, ich irgendjemand hat bestimmt auch im TS geschrieben. Ich hab nur die Geräusche ausgemacht. Das höre ich nicht. Kamikaze-Fahrer sind schon unter uns. Ja, sag ich doch, der will bestimmt zu uns. Da kommt er doch von selbst ran, oder nicht? Ich weiß nicht, ob er Member hat. Also entweder muss ich ihn reinnehmen. Der ist auf jeden Fall nicht im Moonsbaum, der ist im Channel 1, deswegen. Ja, aber er darf nicht in Aufnahme-Channel wahrscheinlich. So. Aber es hat vibriert. Warte. Ja, ah, nee. Keine Ahnung. Nee, ich bin jetzt einfach 21. Wie ätzend ist das denn? Ich bin auf jeden Fall letzter zum Ende des Rennens. Mann, nur weil ich diese scheiß Kurve falsch genommen. Wo war das überhaupt? Warte, wo habe ich das nochmal gemacht? Ah ja, ich erinnere mich. Boah, das war unnötig. Na, jetzt hat übrigens mein Handy vibriert wegen Sport 1 FM, dass ich aber Live-Ticker hören soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich mich auch noch so behindert gedreht, ey. Bevor du auf die lange Gerade fährst, ist ja eine Rechtskurve, ne? Ja. Und vor der Rechtskurve ist ja eine Linkskurve, ne? Ja. Und da bin ich dann, bin ich nicht mehr rausgekommen, weil die Reifen durchgedreht haben. Dann bin ich immer weiter nach links und bin dann gegen die Mauer gefahren. Oh. Hab ich übersteuert. Ja, so, also Boxengasse erstmal was ganz drin. Erfolgreich. Weil ich komme auch nicht mehr in die Punkte. Ich bin 14. Tag, krieg vielleicht noch den 13. Platz, aber das war's dann auch. Wenn man jetzt von den letzten Saisons spricht, hatte ja Vettel ja auch mal schlechte Rennen, ne? Ich meine, diese Saison sieht's anders aus. Aber naja. Ja, diese Saison ist eher Rossberg der neue Vettel. Ja. Rossberg finde ich ehrlich gesagt auch sympathischer als Vettel. Jetzt schreibt nur noch wer bei Facebook, super. Ich meine, das, was Rosberg und Hamilton gerade abziehen, das ist natürlich ein bisschen krank. So ein teaminternes Battle. Ich frage mich, ob die nächstes Jahr noch in einem Team fahren. Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn die nicht mehr in einem Team fahren, was das dann für ein Chaos wird. Obwohl, dann könnte es ja wieder relativ normal werden. So ein paar Verträge sind ja schon für nächstes Jahr abgeschlossen, ne? Echt? Ja, habe ich gelesen. Hast du gelesen? Hab neue, ich gelesen. Neue Feldrennrunde nebenbei, so, ne? Echt? 1.34.9. Wird mir noch nicht angezeigt. Jetzt. Okay. Krass. Ja, habe ich auch nur so nebenbei mitbekommen. Ja, wie gesagt, ich bin vorletzter. Vor mir ist Rosberg, das heißt, Rosberg hat auch wieder irgendwas abbekommen. Also, ich bin schon 13. Button haben gerade überholt per DRS. Ne, die sind noch voll weit weg von mir. Ich bin gerade erst bei Start und Ziel. Wo bist du? Oh. Lol, der erste ist hinter mir. Der erste ist hinter mir. Es gibt gar keinen letzten mehr. Ich glaube, der ist ausgeschieden oder so. Guck gleich nochmal, na? Wenn ich Zeit hab.
Aber ich meine, das wäre der erste und nicht der letzte hinter mir. Oh, ich dachte, das wird nochmal eine neue Bestzeit. Wieder Sektor 1 und 2 lila. Sehr nice. Jetzt kommt einfach die Schikane. Du bist gerade nicht... ja. Ah, Verwarnung abkürzen. Ja, okay, alles gut. Wie viele Franzosen hier sind. Also Fans. Wobei Nürburgring ist jetzt auch nicht so weit weg, ne? Eifel ist nicht so weit weg von Frankreich, ne? Kann man verstehen. Ich glaube eigentlich so. Guck mal. Das kann immer eine halbe Sekunde besser. Aber trotzdem komme ich nicht mehr in die Punkte. Hat Frankreich eigentlich auch einen Grand Prix? Nee, ne? Das ich weiß nicht, ob quasi dieses Jahr, aber auf jeden Fall hat Frankreich mal eine Rennstrecke, die auch dabei war. Aber ich glaube im Moment nicht, ne? Im Moment ist Monaco, aber Monaco ist ja quasi ein eigener. Ja, Monaco kann man eigentlich auch für Frankreich sehen. Ja, ist ja quasi, ist ja quasi nur eine Stadt, die eine Eigenmacht hat. Aber du hast schon recht. Genauso ja, wie ist Frankreich nicht dabei. Und noch drei Runden. Und der Platz vor mir ist nicht in Sicht. Das heißt, ich werde 21. bleiben. Wie sieht's bei dir aus? Wie viel da bist du? 13. Vielleicht mit viel Glück schaffe ich noch 12, aber dann ist es aber zu viel. Also kommst du auch nicht mehr in die Punkte? Na, es wird schwierig. Also nicht in zwei Runden, glaube ich. Man kann nicht in jedem Rennen super fahren und Punkte rausholen. Ja, das kenne ich mittlerweile. Aber ich darf meine Internetverbindung nicht vergessen. Und einen Boxenstopp zusätzlich. Ja, stimmt, wir haben einen Boxenstopp beide extra gehabt. Hast du auch einen doppelten, also hast du auch zwei Boxenstopps? Und ja, eine Durchfahrtsstrafe. Ja, eine Durchfahrtsstrafe, aber ich hatte ja zwei Durchfahrtsstrafen und noch einen Boxenstopp. Ja, okay, weil mein Kumpel kaputt war. Nur weil ich mich da gedreht habe. Ja, warum macht der auch sowas, weißt du? Ja. Und dann konnte ich nicht mehr vernünftig bremsen und dann bin ich auch noch den Typen da reingefahren, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und dann war ich dann auch noch eine Strafe fällig. Machen wir denn hier nach noch ein Rennen oder gucken wir dann Fußball? Kommt denn heute Fußball im Fernsehen? Ja, Champions League. Ja, aber kommt das nicht am Mittwoch? Ah, du meinst, ob das übertragen wird? Ja, ich glaube. Ja, Moment, keine Ahnung. Weil ich meine, ich weiß ja nicht, wer es überträgt, ZDF oder ARD. Aber eigentlich haben die nur einen Sendeplatz und das ist immer Mittwoch. Ich guck mal eben bei TV Spielfilm. Ja, guck mal einfach nebenbei. Ja. Oh. Jetzt habe ich natürlich auch wieder nicht Werbung gemacht, ne? Nein. Nein. Oha. Ja, man sollte nicht allzu lange auf das Handy gucken, weil dann macht man doch viel, klar. Der hinter mir war tatsächlich erster, das war Hamilton. Ja, ich finde es auch ein bisschen krass, dass Hamilton jetzt schon in Tier ist. Ich glaube, du hast recht. Oh!
gut. Ich bin eher 21, ich kann eh nichts mehr machen. Ach, Verwarnung abkürzen, ja, ich verstehe. Na, immerhin 12. Nee, ich komm tatsächlich nicht im Fernsehen. Oder bei DSF oder Eurosport oder so. Beziehungsweise nee, ja, DSF ist ja Sport 1. Ja, seit wie vielen Jahren ist das jetzt Sport 1? Das ist seit schon ein paar Jahre. Ja. Alter, Hamilton hat mich eben überholt, als ich im Kiesweg war. Jetzt habe ich den gerade voll weggerammt. Und der ist ja quasi schon, ja. Ich fahre jetzt noch die schnellste Runde. Ja, weil du schon im Kiesbett warst. Ja, ich war gerade nochmal im Kiesbett. Jean-Éric Wörn ist übrigens ausgeschieden, das ist ja bis zuletzt da. Okay. Guckst du mir gerade zu? Jetzt ja. Ja, warte, ich ramm nochmal Hamilton, okay? Oha. Warte, ja, er hat sich gedreht. Strafe mal 3, what? Wieso bekomme ich denn jetzt noch eine Strafe und eben? Zeitstrafe, 20 Sekunden. Ja, das ist für mich jetzt auch nicht mehr. Solange du nicht disqualifiziert bist, bist du nicht letzter. Ja, die Frage ist, ob ich es in 20 Sekunden noch in Chile schaffe, aber müsste eigentlich. Ohne Frontflügel lässt sich echt nicht gut fahren. So. Noch mal so eine Minute Rückstand vor dir. Das stimmt. So, Teamwertung. Ich jetzt sind wir Teamwertung, sind wir zweit mit 25 Punkten Rückstand und Fahrerwertung konnte ich gerade nicht mehr angucken, da war's weg.